Im Verlauf unserer Geschichte haben viele Staatsmänner sicher große Reden gehalten. Manche mögen sehr klug gewesen sein, manche erbaulich oder auch tröstend. Einige schürten Hass und andere widerriefen zur Versöhnung auf. Die Bandbreite ist wahrlich groß. Doch das Privileg, die kurioseste, vielleicht auch sinnloseste Rede gehalten zu haben, gebührt eindeutig Donald Trump. Nur einen Tag nach seinem Amtsantritt besuchte er die amerikanische CIA-Zentrale. Sein Mikro stand vor einer Wand mit den Ehrentafeln gefallener CIA-Agenten. Nach einem kurzen Blick auf das Blatt mit seiner vorbereiteten Rede legte er diese zur Seite. Er schaute noch einmal kurz auf die Wand hinter sich und begann. Mit West Point kenne ich mich aus. Ich bin jemand, dem akademische Bildung sehr wichtig ist. Jedes Mal, wenn ich erzähle, dass ich einen Onkel hatte, der 35 Jahre erfolgreich als Professor am MIT gelehrt hat, der so fantastisch gearbeitet hat im akademischen Bereich. Er war ein akademisches Genie. Und dann sagen Sie, ist Donald Trump eigentlich ein Intellektueller? Sie können mir glauben, ich bin es, also ein sehr intelligenter Mensch. Also wissen Sie, als ich noch jung war, natürlich fühle ich mich immer noch jung, ich fühle mich wie 30, 35, 39, irgendjemand hat mal gefragt, sind Sie eigentlich jung? Und ich habe geantwortet, ich glaube schon. Das war bei einem Termin in den letzten Monaten des Wahlkampfs. Ein Auftritt nach dem anderen, 4, 5 Auftritte, 7 Auftritte, Reden, 25, 30.000 Leute, 15, 19.000. Ich fühle mich jung, ich glaube, alle sind wir noch jung. Als ich jung war, haben wir in diesem Land immer alles gewonnen. Wir haben beim Handel gewonnen, wir haben Kriege gewonnen. In einem bestimmten Alter, ich weiß noch, hat einmal einer meiner Lehrer gesagt, die Vereinigten Staaten haben noch nie einen Krieg verloren. Und dann, danach haben wir auf einmal überhaupt nicht mehr gewonnen. Kennen Sie den alten Spruch, dem Sieger gehört die Beute? Vergessen Sie nicht, was ich immer sage, behaltet das Öl. Ich war kein großer Freund vom Irak. Ich wollte nicht in den Irak gehen, aber ich sage Ihnen was. Als wir da reingegangen sind, sind wir falsch wieder rausgegangen und außerdem habe ich immer gesagt, behaltet das Öl. Ich habe das damals aus wirtschaftlichen Gründen gesagt, aber wenn man darüber nachdenkt, wenn wir das Öl behalten hätten, hätten wir jetzt nicht den IS, weil daher haben die doch überhaupt erst das Geld. Also deshalb hätten wir das Öl behalten sollen. Aber na gut, vielleicht kriegen Sie ja noch mal die Chance. Aber Fakt ist, wir hätten das Öl behalten sollen. An dieser Stelle hielt er inne und lächelte. Wahrscheinlich war er mit seiner Rede hochzufrieden. Der Grund, warum ich zu Ihnen gekommen bin, ist, Sie wissen ja, dass ich mich ständig im Krieg mit den Medien befinde. Die gehören zu den verlogensten Menschen der Welt. Und sie haben es irgendwie so dargestellt, dass ich mit den Nachrichtendiensten im Clinch liege. Und ich will doch nur, dass Sie wissen, dass der Grund für meinen Besuch bei Ihnen, mein erster Termin, dass das genaue Gegenteil ist. Und das wissen die. Die wollen das mit Zahlen erklären. Wir haben da gestern bei der Rede etwas gemacht. Hat Ihnen die Rede gefallen? Also ganz bestimmt, oder? Wir hatten da auf dem Feld eine riesige Menschenmenge. Sie haben sie gesehen, alles voll. Heute Morgen stehe ich auf, mache den Fernseher an und einer der Sender zeigt ein leeres Feld. Und ich denke, na, wartet mal, ich habe doch da eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen, das Feld war, das waren bestimmt 1 Million, 1,5 Millionen Leute. Die haben aber ein Feld gezeigt, auf dem praktisch niemand stand. Und sie haben gesagt, Donald Trump hat die Leute nicht mobilisiert. Und ich habe gedacht, es hat fast geregnet. Der Regen hätte die Leute verscheuchen können. Aber Gott hat zu uns herabgesehen und hat gesagt, wir werden deine Rede nicht verregnen lassen.
Und tatsächlich, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, oh nein, bei der ersten Zeile habe ich ein paar Tropfen abbekommen. Und ich habe gedacht, oh, wie schade, aber wir machen trotzdem weiter. Die Wahrheit aber ist, es hat sofort aufgehört. Und dann kam die Sonne raus und ich bin von der Bühne gegangen und als wir weg waren, ist es so richtig runtergekommen. Es hat so richtig geregnet, aber wir haben was Tolles gemacht, wirklich. Das sah aus wie 1 Million, 1,5 Millionen Leute, wie auch immer. Aber die Menge ging bis hinter das Washington Monument und zufällig hatte ich diesen Sender drin. Und die haben ein leeres Feld gezeigt und gesagt, wir hätten 52.000 Leute gehabt. Also das ist auch nicht schlecht, aber es ist eine Lüge. Und da war dann auch noch was Interessantes gestern. Im Oval Office stand eine wunderschöne Statue von Dr. Martin Luther King. Und ich mag zufällig auch Churchill, Winston Churchill. Ich glaube, die meisten von Ihnen mögen Churchill. Er stammt zwar nicht aus unserem Land, aber er hat eine Menge mit uns zu tun und er hat uns geholfen. Ein echter Verbündeter. Und wie Sie wissen, war die Churchill-Statue entfernt worden. Also ein Reporter vom Time Magazine und ich bin ungefähr 15 Mal auf dem Titel gewesen. Ich glaube, ich hatte den absoluten Rekord in der Geschichte der Time. Also zum Beispiel, wenn der Fußballer Tom Brady auf dem Titel ist, dann ist das einmal, weil er den Super Bowl gewonnen hat oder sowas. Aber ich bin dieses Jahr 15 Mal drauf gewesen. Ich glaube, das ist ein Rekord, der nie gebrochen wird. Also sehen Sie das nicht auch so? Was meinen Sie? Aber was ich sagen will, dass Sie es sehr interessant fanden, dass Donald Trump die Büste runtergenommen hat, die Statue von Dr. Martin Luther King. Dabei stand sie noch da. Da war nur ein Kameramann davor. Also Secke vom Time Magazine schreibt in seinem Bericht, dass sie entfernt hätte. So etwas würde ich nie tun. Also eine riesige Geschichte, aber die richtige Stellung war so. Hier zeigt er mit den Fingern. So klein ist sie gewesen. Eine Zeile vielleicht. Oder machen Sie sich gar nicht erst die Mühe, sich das reinzunehmen. Ich sage dazu nur, ich mag Ehrlichkeit. Ich mag eine große, ehrliche Berichterstattung. Ich sage Ihnen zum letzten Mal, obwohl, ich werde es noch einmal sagen, wenn Sie 1.000 Leute reinlassen, die versucht haben, hier reinzukommen, weil ich wiederkommen werde. Wir müssen Ihnen vielleicht einmal einen größeren Saal besorgen. Wir müssen Ihnen vielleicht einen noch größeren Saal besorgen und vielleicht wird das noch einmal von jemandem gebaut, der weiß, wie man baut. Dann werden wir keine Säulen haben. Wissen Sie, was ich meine? Wir machen das ohne Säulen. Also, was ich Ihnen eigentlich sagen wollte, ich liebe Sie, ich respektiere Sie. Es gibt niemanden, den ich mehr respektiere als Sie. Sie machen eine fantastische Arbeit und wir werden bald wieder gewinnen und Sie werden an der vordersten Front sein. Also ich danke Ihnen allen.